Hallo und herzlich willkommen beim 10 Minuten Rücken-Kombinations-Workout. Und zwar, ihr habt euch dieses Video gewünscht, Freunde, und natürlich wird es dann auch für euch produziert. Und zwar, bei diesem Rücken-Workout, Freunde, zerstören wir die gesamte Rückenmuskulatur im Hypertrophie, also im schnellsten Muskelaufbaubereich, aber auch im Kraftausdauerbereich, um eine qualitative, ausdauernde, starke Rückenmuskulatur aufbauen zu können. Ja, und natürlich trainieren wir auch selbstverständlich die Tiefen- und Stabilisationsmuskulatur, damit wir auch Rückenverletzungen in Zukunft vorbeugen können. Alles, was wir dazu brauchen, ist ein Handtuch und Hanteln. Aber wir brauchen nur für die ersten drei Übungen Hanteln und nehmen da kein zu schweres Gewicht. Ganz wichtig, Technik vor Gewicht, vor allem bei Rückenübungen. Also wir starten im Hypertrophiebereich. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ziemlich schwere Hanteln, also Hanteln, bei denen wir ungefähr 6 bis 10 Wiederholungen schaffen. Aber bereits erwähnt, auf jeden Fall keine zu schweren Hanteln nehmen. Es gibt auch während des gesamten Workouts für euch keine einzige Werbeunterbrechung. Also jetzt heißt es durchziehen. Also ich erkläre euch jetzt direkt die erste Übung und selbstverständlich geht das Shirt weg, Freunde. Jetzt heißt es Motivation danken und wir starten mit der ersten Übung. Also, ich erkläre sie euch schnell und zwar, ganz wichtig, ist immer bei allen Übungen heute, Freunde, dass wir den Rücken gerade halten. Also, ein kleiner Tipp dafür ist, also für die erste Übung, wir gehen mit dem Arsch hier zurück, die Schultern geben wir hinten zusammen und wir gehen jetzt einfach leicht nach vorne und der Rücken bleibt immer gerade. Ganz wichtig, dass wir hier keinen Rundrücken haben, sondern schön hier Schultern zurück und hier Arsch anspannen, Bauch anspannen, den gesamten Chor und Rumpf anspannen und jetzt gehen wir einfach hier schnell nach oben, entlang des Beines und wieder langsam und geführt nach unten. Der Kopf sollte eine Verlängerung der Rückenmuskulatur sein, also jetzt nicht so nach unten schauen, nicht so nach oben, sondern einfach eine Verlängerung der Rückenmuskulatur. Und wir gehen schnell nach oben, langsam nach unten, ihr kennt euch aus, das ist die erste Übung und dann geht's direkt los. Und es geht los in 3, 2, 1, in Position gehen und los geht's! I want the back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back. I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Was wir jetzt machen, ist dasselbe. Also wir gehen wieder nach vorne, aber jetzt arbeiten wir aus der unteren Rückenmuskulatur. Das heißt, wir gehen jetzt mit den Hanteln geführt hier schön nach oben. Wir gehen also jetzt, wir starten diese Position, gehen mit dem Arsch zurück, gehen entlang des Beines mit den Hanteln nach unten, Rücken gerade, bis in diese Position, die Beine leicht anwinkeln und wieder hier aus der unteren Rückenmuskulatur kontrolliert nach oben. So arbeiten wir jetzt. Los geht's! Auch wichtig, Arsch anspannen und hier gerade aufrecht stehen. Nicht überdehnen, sondern gerade stehen, Freunde. Und wieder nach unten. Sehr fein. Hanteln kontrolliert ablegen, also Rücken immer gerade halten, nicht so ablegen. Ganz wichtig, jetzt kurze Pause. Jetzt gehen wir auf den Rücken, Freunde, und trainieren den Latissimus. Also Beine anwinkeln, wir gehen nach oben, strecken die Arme durch und kontrolliert wieder nach oben. Langsam nach unten, Arme bleiben fast durchgestreckt. Denn ihr merkt, wenn wir nach unten gehen, spüren wir eine schöne Dehnung im Latissimus. Unten kurz in der Luft halten und schnell nach oben. Der untere Rücken soll am Boden aufliegen, also nicht hier unter dem Rücken in der Höhe haben, sondern schön aufliegen. Da gibt es einen einfachen Tipp. Einfach die Hüfte etwas nach oben geben, so, dann könnt ihr hier schön den unteren Rücken am Boden aufliegen. Und Hanteln wieder ablegen. Weiter geht's. Direkt weiter. Nämlich machen wir jetzt ja, Beine anwinkeln und Ellbogen nach oben drücken. Ich werde schnell einen Schluck Wasser trinken. Ganz schnell. Und zwar auf den Rücken gehen. Und jetzt drücken wir uns schön aus den Ellbogen nach oben. Und wieder nach unten. Und wieder nach oben. Oben kurz halten. Und wir haben eine extreme Spannung hier in der Rückenmuskulatur. Und wieder nach unten.
Weiter geht's mit Reachers. Das heißt, wir versuchen jetzt schön uns so lang wie möglich zu machen, Freunde. Also, wir versuchen jetzt so weit wie möglich nach vorne zu greifen und dann wieder direkt nach hinten. Es geht los in 5 Sekunden. Oh. Also, los geht's. Nach vorne greifen und wieder nach hinten. Nach vorne greifen, ein paar Sekunden halten und wieder nach hinten. Und Brustkorb heben, nach vorne greifen und wieder. Jetzt kommen wir dann schon zur letzten Übung. Da strecken wir jetzt die Beine und Arme komplett durch. Also eine isometrische Übung, das heißt, wir halten diese Position. Bauen wir natürlich auch ein für die Stabilisationsmuskulatur. Also jetzt wieder auf den Bauch legen. Einfach Arme und Beine durchstrecken. Jetzt nochmal alles geben, halten. Und dann haben wir eine Minute Pause. Los geht's! Auch die Beine in die Luft geben, Freunde. Kämpfen, kämpfen. Nicht aufgeben, wir bleiben in der Luft. Schön heftig für die gesamte untere Rückenmuskulatur. Jetzt haben wir eine Minute Pause. Wir brauchen keine Handlung mehr. Bringt jetzt was. Lockert euch aus. Kurz durchatmen. Dann geht's weiter. Jetzt haben wir noch 20 Sekunden Pause. Jetzt trainieren wir dann im Kraftausdauerbereich. Das heißt, wir machen so viele Wiederholungen, wie wir können und so schnell wir können. Jetzt gehen wir ans Limit. Und für die erste Übung brauchen wir einfach ein Handtuch. Rollt das Handtuch einfach ein. Legt euch auf den Bauch. Es geht los in 5 Sekunden. Und was wir jetzt machen ist, wir strecken uns durch und ziehen das Handtuch zurück zum Brustkorb und strecken es wieder aus. Wir gehen hoch mit dem Brustkorb und strecken das Handtuch wieder aus und versuchen währenddessen hier das Handtuch auseinanderzureißen. Ja, vielleicht schafft es ja der ein oder andere. Wieder zurück. Das brennt jetzt schon extrem. Ausstrecken, so viele Wiederholungen wir können. Also, und oh. Gehen, komplett durch, komplett hochstützen und jetzt einfach nur einfallen lassen, die Schulterblätter hinten zusammengeben und wieder hoch, wieder unten, nach unten und wieder hoch, schöne Schulterblätter hier zusammengeben und wieder hoch und schön Arsch anspannen, wichtig, Rumpf anspannen, Bauchmuskulatur anspannen, wir trainieren hier dabei die Stabilisationsmuskulatur des Rumpfes, Freunde.
heben wir die Daumen so weit wir können, hinten nach oben, auch die Schulterblätter geben wir hinten zusammen, gehen wir nach unten und los geht's. Mit den gegenüberliegenden Extremitäten jetzt nochmal alles geben. Boah, das brennt! Jetzt im Arsch, Freunde. Holy shit. Wenn euch das Workout gefallen hat, Freunde, auf jeden Fall jetzt Daumen nach oben springen und schreibt mir in die Kommentarbox, wie heftig das Workout für euch war. Das würde mich freuen und natürlich auch interessieren. Und so könnt ihr die restliche Community auch motivieren, das Workout durchzuziehen. Boah, war das heftig. Ich kann nicht mehr reden. Und ihr kennt euch aus, Freunde, das Trainingsequipment und auch Europas günstige Supplements findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch meine Supplements. Also das sind nur Supplements, die auch wirklich was bringen, habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, mit dem Code SASHA10 habt ihr immer am meisten Vorteile und bekommt auch Gratisprodukte. Welche das sind, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber das war's auch schon wieder, Freunde. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Sascha. Peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah, mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.